Morgen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie hier auf der Internationalen Möbelmesse in Köln. Bitte kommen Sie mit und lassen Sie sich begeistern. Guten Morgen, Frau Saslow. Guten Morgen, Herr Flittotto. Frau Saslow, ich freue mich, dass Sie uns heute Morgen hier den Messestand der Firma Bosch vorstellen wollen. Ich habe die Bosch Haushaltsgeräte sind ja hier auf der Messe in Köln mit einer der wichtigsten Aussteller überhaupt. Und ich denke, Sie können die wichtigsten Highlights der jetzigen Messe, die Trends und das, was Sie in den nächsten Jahren vorhaben, können Sie am besten erklären. Also schießen wir mal los. Sie werden sehen hier auf dem Messestand, dass ganz stark das Thema Energieeffizienz im Vordergrund steht. Wie bei allen Geräten von Bosch sind wir natürlich auch hier drauf bedacht, unsere Geräte, die ja sehr energieeffizient sind, sehr ressourcensparend und trotzdem leistungsstark in den Vordergrund zu bringen und hier auch darzustellen. Deswegen ist es hier ein Trendthema. Ja, und ich habe im Vorfeld gelesen, dass Sie 125 Jahre alt sind oder dass Robert Bosch vor 150 Jahren geboren worden ist. Und vielleicht fangen wir mit der Geschichte der Firma Bosch an dann, oder der Bosch Haushaltsgeräte. Wir müssen ja im großen Reigen der Bosch-Familie mit der Gründung in Stuttgart und mit den vielen Patenten, die sie weltweit haben und mit den Gartengeräten und mit allem, dass der Kunde sich hier genau auf den Haushalt und auf die Haushaltsgeräte konzentrieren kann. Gerne. Gehen wir doch gleich mal rüber zu unserer kleinen Ausstellung. So, dann sind wir hier, glaube ich, beim Start. Was ist, jede Menge Patente. Das ist natürlich die Grundlage. Das war wahrscheinlich die erste Erfindung von Herrn Robert Bosch. Was ist das? Ist das eine Waschmaschine oder? Sieht aus wie eine Waschmaschine, ist aber tatsächlich unser erster Kühlschrank gewesen von 1933. Die runde Form hat den Vorteil, dass es einfach physikalisch besser ist, um die Kälte zurückzuhalten im Gerät. Ist aber nicht sinnvoll, wenn man den Stauraum anschaut. Deswegen ist man recht schnell drauf gekommen, dass eigentlich so eine eckige Form, wie wir sie schon 3 Jahre später sehen, hier von 1936. Oh ja, der sieht aber schon richtig, könnte heute noch genauso in Produktion gehen. Könnte auch als Ofen durchgehen oder als Nachtkästchen. aber ist schon mehr die Form, wie wir sie heute kennen. Und man sieht auch, es ist wesentlich mehr Stauraum vorhanden. Ja, und da kommt einer, den hatten wir sogar bei uns zu Hause in der Familie. Richtig, den kennen wir schon. Von 1955 ist dieses Modell schon fast in der Form, wie wir sie heute auch noch immer auflegen. Ach, Sie produzieren den heute noch? Richtig, aber natürlich nicht mit den technischen Features von damals, sondern die Technik hat sich weiterentwickelt. Nur das Design ist fast das gleiche geblieben. Also wir haben hier noch einen anderen Schriftzug natürlich. Und, aber ansonsten ist es eigentlich die Form, wie wir sie kennen. Das ist jetzt ein Tiefkühlschrank von 1955. Sehr schön. Wenn wir hier von Montage sprechen, also von Möbelhändlern, die dann auch eben Personal für die Montage brauchen, haben wir hier eine Lösung visualisiert, wie wir sie jetzt bei den neuen Dunstabzugshauben haben. Hier kann ich nochmal im Nachhinein, nachdem das Gerät schon an der Wand ist, hier justieren eben in die Höhe, dass es dann wirklich auch plan ist mit einer Wasserwaage. Ach so, auch wenn man falsch gebohrt hat oder so, dann kann man das noch nachträglich. Genau, muss ich nicht komplett ein neues Loch bohren, sondern hier kann ich noch mal justieren und dann ist es auch wirklich auf einer Ebene und da reicht eine Person zur Montage. Sehr schön, sehr durchdachte Lösungen. So, Testsieger, Stiftung Warentest. Ja, genau. Es ist ja dieses Jahr das neue EU-Energielabel gekommen mit A++ als höchste Klasse bei den Geschirrspülern, A++ als höchste Klasse bei den Kühlschränken. Und wir haben jetzt hier auf dem Stand schon Geräte, die genau diese Kriterien erfüllen. Das heißt, das Label ist jetzt eigentlich schon wieder nicht mehr ausreichend. Wir freuen uns natürlich, dass das neue Label gekommen ist, weil wir jetzt darstellen können, was unsere Geräte eigentlich leisten können.
Aber es ist im Endeffekt so, wir haben schon Geräte, die eben diese Kriterien erfüllen. Mhm. Eben aus der Active Water-Reihe hier bei den Geschirrspülern, die sehr effizient im Umgang mit Wasser und Energie umgehen. Und die sind eigentlich schon in der obersten Klasse von dem Label. Ja, sehr schön. Hier sehen wir dann auch nochmal eben aus der Cool Comfort-Reihe. Das ist dann eben das Pendant beim Kühlen, was wir in der neuen EU-Energie, im neuen EU-Energie-Label A++ Plus haben. Also aus dieser Reihe haben wir auch schon A++ Plus-Geräte. Und das ist, glaube ich, die neueste Ausführung. Das ist der Zeolith-Spüler. Also Zeolith heißt, wir haben ein Mineral im Spüler, das extrem Feuchtigkeit anzieht, den Trocknungsvorgang beschleunigt und dadurch auch Energie spart. Diese Technik ist schon mehrmals ausgezeichnet worden, unter anderem vom Bundesumweltministerium mit dem Innovationspreis für Klima und Umwelt, weil es wirklich eine sehr innovative Technik ist, die extrem Energie spart, sodass wir hier den energiesparendsten Geschirrspüler auf dem Markt haben, den Active Water Eco 2. Sehr schön. Ganz wichtiges Thema auf der Messe ist natürlich auch das Thema Design. Wir sind ja hier auf der IMM Cologne und es ist einfach eine schöne Messe, die auch schöne Möbel zeigt, aber auch schöne Hausgeräte. Und das sehen Sie hier auch auf dem Stand. Wir haben das da hinten visualisiert, wie gut sich eigentlich unsere Geräte als Einbaulösungen integrieren. Die Küche öffnet sich ja immer mehr zum Wohnraum und da ist es wichtig, dass die Küchengeräte nicht nur funktionell sind, sondern auch schön. Ich wohne ja quasi immer mehr in der Küche und da kommt es eben auf solche Dinge an. Oder eben die überhaupt Lebensraum insgesamt, Wohnzimmer, Küche, richtig. Esszimmer, hat man ja heute nicht mehr in den Neubauwohnungen, sondern das wächst ja alles in irgendeiner Form zusammen. Genau. Zeigen Sie jetzt, wie die einzelnen Farbkombinationen, das ist Glas. Das ist Glas, also hier auf der ganzen Front, die Sie sehen können, haben wir Glas in verschiedenen Farben, weil es auch wichtig für die Wohnlichkeit ist. Ja. Edelstahl ist zwar immer noch ein Thema, aber Glas in verschiedenen Farben, das eben für Wohnlichkeit steht, in warmen Farben, ist auch ganz wichtig. Zum Beispiel das Braun da drüben, dann haben wir dieses sehr puristische Schwarz und das sehr puristische Weiß. Und man sieht eben auch gerade mit diesen drehbaren Fronten, wie gut es eigentlich in jede Front passt. Ja, Schwarz und Weiß sind eben keine Farben. Ne? Mhm. Und hier an der Wand haben wir aus unserer Kooperation mit Alno ein Gerät aus der Satin Plus Linie. Das haben wir, dieses Glas, was Sie vorne sehen, das haben wir zusammen eben mit Schott entwickelt, genau für diesen Backofen, weil es halt auch gar nicht so einfach ist, hier in der Front das gleiche Glas zu haben, das gleich aussieht, wie das Glas, was in der Front von dem Backofen ist. Das Backofenglas muss natürlich andere Bedingungen erfüllen, muss hitzebeständig sein und dann sieht es auch noch ganz schön aus und dafür haben wir eben den Designpreis der Bundesrepublik Deutschland in Silber bekommen. Ja, das ist ja nun wirklich die Säule, die beeindruckendsten ist, denn Designpreis Deutschland, Innovations Award, IF und Red Dot. Ich bin 10 Jahre lang im Vorstand der Zeche Zollverein gewesen und habe den Red Dot mit aus der Taufe gehoben. Das ist natürlich, da bin ich natürlich am stolzesten drauf. Und damit habe ich auch mit dem Herrn Seiler mit dem Gespräch begonnen in unserer Zusammenarbeit in der Welt des Wohnens. Also das ist wirklich, als ich hier an dieser Front vorbeikam, da musste ich sagen, das ist Weltklasse. Ja. Ja, Frau Saslow, was haben wir hier? Das Thema Energieeffizienz setzt sich bei uns, bei Bosch, nicht nur bei den klassischen Geräten fort, die man schon als energieeffizient kennt. Also Kühlschränke weiß man ja mittlerweile, die gibt es in hohen Energieeffizienzklassen, Geschirrspüler auch. Wir haben es jetzt sogar bei Herden. Wir hatten auf der IFA erstmals einen A-30-Herd vorgestellt. Das heißt, der ist 30% besser als ein Herd, der in der Energieeffizienzklasse A ist. Und hier haben wir das Sortiment nochmal ausgeweitet. Ah ja.
Also das, da geht es jetzt um Kostensparen. Also wenn man heute einen Backofen zum Beispiel kauft, dann macht er sich von selbst bezahlt aufgrund der Einsparung. Kann man eigentlich so sagen, ja. Also es amortisiert sich definitiv nach einigen Jahren. Und es hat auch ganz praktische Nebeneffekte. Neben dem Sparen ist es auch so, wenn ich mit dem Gerät täglich arbeite, merke ich einfach, dass es ein energiesparendes Gerät ist, weil die Backofentür wird nicht so heiß, das Gerät ist sehr gut isoliert. Das heißt, die Küche wird auch nicht so warm, wenn ich koche. Ja. Okay, Frau Saslow, ich bedanke mich für die nette Führung hier auf Ihrem Stand und für die vielen Informationen, die Sie gegeben haben. Und ich wünsche Ihnen weiterhin eine erfolgreiche Messe. Alles Gute und herzliche Grüße an Herrn Seiler.